Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von CryptoDeutschland. In diesem Video schauen wir uns Bitcoin an. Ich werde euch meinen Bitcoin-Trade zeigen, den ich gestern gesetzt habe. Und wir schauen mal, wo der Bitcoin heute oder in den nächsten ein, zwei Tagen hingehen wird. Und wer von mir in einem 1:1-Coaching lernen möchte, wie man professionell tradet und die Kurse richtig analysiert, geht auf meine Webseite krypto-deutschland.de, tragt euch dort für ein kostenloses Erstgespräch ein und wir finden heraus, ob das Krypto-Coaching für dich Sinn macht. Und jetzt gehen wir erstmal in den Bitcoin-Chart rein. Und zwar haben wir ja hier die letzten Tage dieses große Dreieck gesehen, was erst hier nach unten hin ausgebrochen ist, dann die Confirmation nicht bekommen hat. Da habe ich ja schon im vorletzten Video gesagt, dass ich hier an dieser Stelle hier eingestiegen bin, in den ersten Trade. Dann habe ich hier an der Stelle nochmal meine Position vergrößert. Und im gestrigen Video hatte ich ja auch gesagt, dass ich dann an dieser Stelle meine Position nochmals vergrößern werde und hier nochmal einsteigen werde. Da blende ich euch nochmal ganz genau ein, was ich im gestrigen Video gesagt habe. Ich würde jetzt aber, wenn wir den Retest hier bekommen, und den Retest hätten wir bekommen, wären wir jetzt über dieses Level kommen und dann weiter steigen, dann hätten wir den Retest auf jeden Fall bekommen, beziehungsweise die Bestätigung. Und dann würde ich auf jeden Fall nochmal krass nachzahlen. Ich habe mir hier bei TradingView auf jeden Fall einen Alarm eingestellt. Und ja, wir haben ja gesehen, dass vor der Kurs überhaupt hier war, ich gesagt habe, wenn wir diese weiße Linie nach oben hin durchbrechen, werde ich meinen Trade eröffnen. Und wenn ihr wirklich lernen wollt, wie man sowas analysiert und herausfindet, wann man in den Trade einsteigen sollte oder nicht, wie gesagt, geht auf meine Webseite krypto-deutschland.de, tragt euch für ein kostenloses Erstgespräch ein und dort zeige ich euch dann ganz genau, wie sowas funktioniert. Auf jeden Fall werde ich euch jetzt erstmal zeigen, was wir jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen beziehungsweise auch heute über den Tag erwarten können. Und zwar sind wir, wie gesagt, hier ausgebrochen nach hier oben hin, haben von der Breakout-Stelle von dieser Linie ca. 3,5% gemacht. Klingt erstmal jetzt nicht so viel, ist aber mit Hebel getradet schon einiges. Deshalb hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Wir hatten ja hier unten auch ein W-Pattern, was ja auch nach oben hin ausgebrochen ist. Und dann natürlich krass übers Preisziel hinaus. Aber ich wusste ja auf jeden Fall, dass wir hier bei 56.700 ungefähr oder sogar bei 56.500 bin ich in den Trade eingestiegen und habe das jetzt bis hierhin nach oben getradet. Ich habe bisher noch keine Profite genommen. Ich zeige euch jetzt gleich ganz genau, wo ich meine Profite nehmen werde. Und zwar sehen wir, dass wir hier an der Stelle eine Bullflag formen. Und zwar ist eine Bullflag, die ist jetzt nicht allzu perfekt eingezeichnet, aber sollte ungefähr reichen. Und zwar eine Bullflag ist nämlich ein sehr bullisches Pattern. Und wir schauen uns jetzt auch mal das Preisziel an. Das Preisziel wäre natürlich von hier unten bis hier oben. Und wenn wir das jetzt hier vorne dran setzen, dann kriegen wir hier oben ein Preisziel von 60.200 Dollar. Und das wäre jetzt der erste Punkt, wo ich auch Profite nehmen würde. Denn wir sind hier aus dieser Bullflag nach oben hin ausgebrochen an der Stelle. Das hätte man auch traden können. Da habe ich allerdings geschlafen, weil das noch um 6 Uhr morgens war. Deshalb habe ich das hier nicht mitbekommen. Allerdings nehme ich jetzt hier oben bei 60.200 Dollar die ersten Profite. Und das komplette Breakout-Target von diesem Triangle sind ja 64.000 Dollar. Dort würde ich dann die Position fürs Erste schließen, da ich da oben mit einer krassen Rejection rechnen werde. Und wo wir auch auf jeden Fall aufpassen müssen, wird das alte All-Time-High sein. Und zwar ist das diese Stelle hier bei 61.700 Dollar ungefähr. Ich würde da vorher auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen Profite nehmen. Hier ein bisschen Profite nehmen, dann hier ein bisschen Profite nehmen. Und hier oben auf jeden Fall die Position schließen. Fürs Erste auf jeden Fall. Und dann das nächste Pattern wird dann wieder getradet. Auf jeden Fall sieht es halt gerade sehr nach diesem Breakout nach oben hin aus. Wir haben ja die obere Widerstandslinie durchbrochen. Und deshalb halte ich es auch für wahrscheinlich, dass wir jetzt im Laufe des Tages auch die 60.200 Dollar erreichen. Wie gesagt, ich kann euch natürlich keine Garantie darauf geben. Rusht auch nicht in die Trades rein. Wartet lieber auf den nächsten guten Entry Point. Der wäre ja einmal hier gewesen, einmal an der Stelle gewesen und einmal an der Stelle gewesen. Und sogar noch hier unten hatte ich ja auch alle in die Gruppe geschickt und alles und jedes Mal auch im Video erwähnt, wo ich genau einsteige. Und ja, da sind wir jetzt auf jeden Fall seit Tagen schon sehr profitabel. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Ich gebe mir nämlich immer sehr viel Mühe hier mit dem Content. Und das war es jetzt auch von dem Video. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dann und ciao.